Dank, Herr Kalfin. Das Wort hat für eine Minute Herr Stadler. Der Herr Kommissar hat in seinem Debattenbeitrag gesagt, dass es um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union vor den Bürgern geht. Ja, genau darum geht es. Was hat die Europäische Union zur Lösung der Krise, der Finanzkrise zusammengebracht? Kein Trennbankensystem bis zur Stunde, keine wirklichen Regeln für den Bankensektor, keine echten Haftungsregeln, ja nicht einmal eine Finanztransaktionssteuer zur Finanzierung des ganzen Systems. Ursprünglich hieß es, alle Mitgliedsländer, und da gebe ich dem Kollegen Höckmark recht, wenn nicht alle dabei sind, macht sie von vornherein keinen Sinn, dann schafft man nur noch Wettbewerbsvorteile für die City of London. Jetzt sind es nur mehr 11. Und dann hat es geheißen, alle Finanzprodukte, jetzt habe ich eine ganze Liste gehört von Finanzprodukten, die nicht mehr dabei sein sollen. Und dann hat es geheißen, es wird 2014 eingeführt und jetzt sagt der Herr Schäuble ganz offiziell, ja, das wird noch lange nicht kommen, also von wegen vor der EU-Wahl. Wir müssen uns eingestehen, wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert mit der Finanztransaktionssteuer, weil die Banken auf diesem Kontinent das Sagen haben. Nicht die gewählten Volksvertreter haben das Sagen, das haben sie heute verklausuliert zugegeben, sondern die Lobbyisten, die es fertigbringen, der Politik auf diesem Kontinent und in dieser Europäischen Union die Regeln zu diktieren. Nicht wir diktieren dem Bankensektor die Regeln, sondern der Bankensektor sagt uns, was sie tun dürfen und was nicht. Und das ist eine Schande. Damit werden sie keine Glaubwürdigkeit vor dem Bürger haben. Danke schön, Herr Stadler. Wir kommen jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Eine Minute, Herr Plenkovic. Herr Plenkovic? Ist nicht da, Herr Banke. Das ist nochmal so eine gute.